So, der Kampf ist wieder freigegeben. Ja. Dann haben wir wieder oben am Kopf. Ist hier oben. Na, zu hoch. Oh, das kann man nicht. So, schön ist er klein. Der Kampf ist entschieden. Im Scheich 2 ist der Lazio weitergekommen. Und jetzt haben wir hier den Scheich 3 und 4. Es war halt leider Benedikt Kropf in die nächste Runde. Sieger im Scheich 1, der Florian Schnitzbauer. So, 3 und 4 noch einmal zusammen. Halt, stopp. Jawohl, eine Verwarnung für Scheich 3. Okay.
So, Scheich 1 und 2 auseinanderfahren. Scheich 3 und 4 kann wieder den Kampf aufnehmen. Auf geht's, Lange! Ui, 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 ui. Das war ein Tiefschlag. Ui, ui, ui. Oh Gott. Sieger im Scheich 1. Die nächste Verwarnung für Scheich 3. Das war die zweite Verwarnung. Schläge wieder zusammenfahren. Richtige Musik. Tage wie diese hier auf der Sandkirchweih am Sonntagmittag beim großen Fischerstechen anlässlich der 73. Sandkirchweih. Wieder freigegeben. Abschlussfeuerwerk mit Musik statt. Auch hier sind Sie recht herzlich eingeladen und besuchen Sie die Sandkirchweihe 2023. Und ich sage es nicht oft genug, aber immer wieder, kauft ein Festabzeichen, denn damit unterstützen Sie den Bürgerverein für den Distrikt und sowas kann man sich natürlich nicht ohne großen Geld leisten. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der ein Festabzeichen gekauft hat. Das finde ich toll und klasse. Und jetzt muss ich mich doch ganz kurz an alle Bewohner von Klein-Venedig bedanken, die ihre Häuser geschmückt haben. Das sind Alteingesessene, die die Sandkirchweih lieben.
Und so soll es auch sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall und geben Sie denen, die ihre Häuser geschmückt haben, einen donnernden Applaus. Applaus. Haben wir es wieder freigegeben? Okay. Die Lanzen habe ich länger nehmen. So, oh, jawohl. Komm jetzt her. Hopp. Hopp. Schierbo. Schierbo. Aufhören. Der gab keins. Aber ich stink sauer, das Taxi. Ich hab ein scheiß Taxi. Boah, ich hab kein Taxi. Ich lass mal auf Geld wetten, sonst wird das Taxi. Das ist locker spannender, wenn es so ein Puffi ist. Wenn so ein Puffi ist, dann so ein Puffi. Oh, Berlin, das machst du! Mach das! Du musst das wetten, du. Ich bin für die andere. Ja, beide waren heute früh noch beim Schminken und haben wasserfestes Make-up angelegt, dass wenn sie ins Wasser fallen, den Fisch nicht. Hopp! Jawohl, sehr schön. Also meine Damen, jetzt muss er mal einen ins Wasser kommen. Hopp! So geht das natürlich nicht, dass man sich an der anderen Stange festhält. 38.000 Zuschauer schauen euch zu. Wollen sehen, wie ihr Fischer stecht. Ich soll jetzt mal so, jetzt halt auf geht's, komm. Endspurt. Jetzt mal unfair werden. Ja, genau, auf lustig, komm. Lässt ihr wieder zurück. Hopp. Mikkel voraus. Hopp. Jawohl, wunderbar. Also, die Theresa hat ihren Titel verteidigt. Dann fahren wir später, ey. Was ist denn der Marek?
Montag gehen wir schwufen, habe ich gehört. Ja, wir begrüßen hier das Motto und Chef Stadt Bamberg, der Kapitän, unser Markus Krupp, ehemaliger Fischerstecher. Jawohl, hat seinen Heimathafen wieder gefunden. Wenn Sie vielleicht heute Abend bei schönem Wetter eine kleine Sandkarber-Rundfahrt machen wollen, dann treffen Sie sich drüben am Kranen und fahren dann bei Abend einmal durch diese romantische Gegend am Wasser und genießen Sie Sandkarber auf dem Wasser bei Nacht. Wenn der Bike auf Druck ist, dann geht es in der Stütze. Ja, freigegeben. Jawohl! Bamberg verliert, jawohl! Der Kampf ist entschieden. Im Finale ist im Stich 3 von den Nürnberger Bengnitzratzen der Christian Brandmann. Und Benedikt sticht dann um den dritten und vierten Platz. So stehe ich 3 und 4, es können die Stecher gleich in ihren Schächen bleiben. Thank you.
geht hier weiter. Der Kampf um den dritten Platz. Die zweite Verwarnung für Schleck 2. Ich glaube, ich werde es nie erst mal ausgeglichen in die Bude sehen. Stopp. Die Schläge fallen wieder zu. Dann zieht sich das halt noch ein bisschen hin, aber das ist halt die Spannung und es soll ja jeder dieselben Voraussetzungen haben. Ja, wieder unterbrechen, bitte. Oh, also jetzt auch noch einmal. Komm. Der gestrige Jugendfischerschlägerkönig, der
Florian Schlitzbauer vom Schliersee. So, und jetzt hoffen wir natürlich auf einen ebenfalls spannenden Kampf. Der Endkampf um das Fischerstechen 2023 hier auf der Regnitz wird entschieden zwischen dem Titelverteidiger Dominik Kropp von der Unterschiefer Fischerzunft. Das wird sich jetzt gleich entscheiden. Einmal festhalten am Brett, eine Verwarnung für Schlecht 3. Eine Verwarnung für Schlecht 3. Die zweite Verwarnung. Aber das hilft nichts, wenn man seinen Gegner...
Den dritten Platz belegt der Benedikt Kropp von der unteren Fischhauen-Schifferzung und der Florian Schlitzbauer belegt den vierten Platz. Herzlichen Glückwunsch! Meine lieben Damen und Herren, das Fischerstechen 2023 ist entschieden. Ich darf die Stecher, die in den Endkämpfen waren, bitte hierher bitten. Ich darf mich natürlich auch bei allen Pokalspendern recht herzlich bedanken. Im Einzelnen werden wir das dann gleich tun. Den Mannschaftspreis 2023, gestiftet von Ambros Mar. Da steht er, jawohl. Und da darf ich den Kapitän der unteren Schiff- und Fischerzunft zu mir bitten, um den Mannschaftspreis abzuholen. Den Mannschaftspreis ab. Jawohl. Den Mannschaftspreis gewinnt also die untere Schiff- und Fischerzunft. Der Florian Schlitzbauer, der gestrige Jugendfischersteckerkönig vom Schliersee. Herzlichen Glückwunsch! So. Ja. Auf den dritten Platz. Den Pokal gestiftet vom Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm und übergeben wird ihm die Staatsministerin Melanie Hummel und gewonnen hat ihn der Benedikt Kropp von der unteren Schiff- und Fischerzunft. Dann kommen wir zum Zweitplatzierten. Und den Pokal gestiftet von der Stadtratfraktion der CSU. Und gewonnen hat ihn der Christian Brandmann aus Nürnberg. Wenn ich jetzt ganz schnell überschlage, ist es, glaube ich, jetzt zum 9. Mal. Und in ununterbrochener Reihenfolge. Das heißt also,
antreten nächstes Jahr, dass wir die 10 voll machen können. Gestiftet obligatorisch immer vom OB, also vom Herrn Oberbürgermeister Andreas Starke. Er will ihn auch übergeben an den alten und neuen Fischersteckerkönig Dominik Kropp von der Unteren Schiffer- und Fischerzunft. Gut. Somit ist das Fischerstechen für heuer beendet. Gestern das Schüler- und Jugendfischerstechen, heute das große Fischerstechen. Ich darf mich aber auch nochmal recht herzlich bei unseren 4 Fahrern bedanken, die sich also wirklich Mühe gegeben haben, hier ein ordentliches Fischerstechen über die Bühne gehen zu lassen. Herzlichen Dank an die 2 Michael, am Doffer und am Erwin Krupp. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein Jahr Zeit, einen neuen Fahrer herzuziehen, weil unser Erwin, der jetzt am Freitag seinen nächsten Altersschritt gemacht hat, er ist jetzt in die 60er-Gruppe eingestiegen. Hahnenschlag, um 18 Uhr ist dann der große Hahnenschlag. Rund 22 Uhr findet sich hier auf der Regnitz das große Abschlussfeuerwerk mit Musik. Der Petrus hat heute gehalten, der Petrus, unser Zunftpatron, und hoffen wir es, dass er vielleicht auch für morgen für die Sandkirche zum Abschluss noch